Leute, heute geht es mal in dieser Basic Photoshop Quick Tipp Serie Nummer 3 auch wieder um das Thema Auswahlwerkzeug und heute um das Zauberstabwerkzeug bzw. um das Schnellauswahlwerkzeug. Hier möchte ich euch in ein paar Minuten kurz meine Arbeitsweise zu erklären. Generell erstmal wieder, wie gesagt, warum nehme ich denn Zauberstabwerkzeug und das Schnellauswahlwerkzeug? Es sind, wie das erste Werkzeug schon sagt, Schnellauswahlwerkzeuge. Das heißt, ich kann hier eine ganz grobe Freistellung machen. Es sind keine sauberen Kanten nachher. Aber wenn ich vor dem passenden Hintergrund fotografiere, wie hier grau, und denn der Hintergrund, den ich nachher in Photoshop einfüge in meine Fotomontage, zu diesem Grau halt wunderbar passt, das heißt, ich es wunderbar miteinander verrechnen kann, und ich dann störende, übergebliebene Ränder von der Freistellung nicht mehr erkenne, reicht mir eine grobe Freistellung komplett aus. Ja, da muss ich mir jetzt hier für dieses Bild zum Beispiel keine 20 Minuten Zeit ans Bein binden, um mit dem Zeichenstiftwerkzeug hier unten ganz sauber die Kanten entlang zu gehen. Das kann ich mir sparen. Durch den grauen Hintergrund und den Hintergrund, den ich nachher einfüge, ist es wunderbar miteinander zu verrechnen, über Modis ineinander kopieren zum Beispiel und unsaubere Kanten sind dann absolut nicht mehr zu sehen. In diesen Fällen, wie gesagt, geht es hier um grobe Freistellungswerkzeuge und das sind diese beiden. Ich muss zugeben, mit dem Schnellauswahlwerkzeug arbeite ich gar nicht. Ich bin da irgendwie zu tattrig für dieses Werkzeug, aber wir sprechen es trotzdem kurz an. Das heißt, ihr geht, nehmt ein Bild. Hier habe ich mir ein Bild von mir genommen. Das hatte ich mir vor einiger Zeit selbst Modell gestanden. Und wir fangen quasi an, das Objekt freizustellen. Ihr seht, wenn ich näher rangehe auch, ihr seht dann quasi ein kleines Plus in dem Kreis und ihr könnt dann quasi die Auswahl hier langsam erstellen, einfach in den Konturen hier entlang gehen an den Rändern, also ein Stück hinter den Rändern, und dann könnt ihr eure Auswahl hier Stück für Stück erstellen. Und wenn ihr dann mal etwas übers Ziel hinausschießt, zum Beispiel jetzt macht es mal an der Schulter, etwas übers Ziel hinausschießt, dann einfach die Alt-Taste drücken, dann wird aus dem Plus, schaut man den Kreis, aus dem Plus ein Minus. Da seht ihr aber auch hier oben, ich drücke die Alt-Taste, Achtung, dann springt es auf das Minus. Ja, und ich kann von dieser Auswahl wieder etwas abziehen, ist kein Problem. Aber wie gesagt, ich bin selber mit diesen Auswahlen immer nicht so zufrieden. Deswegen bin ich ein Fan des, wenn es um schnelle Auswahlen geht, ein Fan des Zauberstabwerkzeuges. Und wie ich damit arbeite, das zeige ich euch jetzt noch. Ich nehme die Auswahl hier wieder zurück. Und der einzige Trick, der einzige Kniff, den man hier beachten muss, guckt hier auf eure Toleranz. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Toleranz, ich pinne jetzt mal rum und sage eine 100 eintrage und klicke jetzt hier rein. Also mit dem Zauberstab geht es für mich auch immer darum, den grauen Hintergrund von meiner Fotografie auszuwählen und nachher bloß die Auswahl umzukehren. Ja, also ich klicke nicht im Objekt, ich klicke auf den Hintergrund. Da ich hier aber sehr dunkle Werte habe und hier sehr dunkle Werte habe und jetzt die Toleranz natürlich auf 100 setze, wird Photoshop hier keine Unterschiede sehen, sondern die Toleranz, deswegen ist die Toleranz halt sehr weit oben, durch diese bedingte Toleranz die Auswahl gleich hier mit einschließen. Das heißt, mir hier viel zu viel rausnehmen. Das heißt, ich klicke hier rein und schaut her, Photoshop klaut mir natürlich hier gleich Inhalte mit raus. Das will ich nicht. Deswegen mit der Toleranz spielen. Ich gehe mal auf die 5, klicke rein. Und das klappt schon ganz gut. Die Shift-Taste drücken und dann kann ich die Auswahl quasi immer mehr erweitern und etwas hinzufügen. Aber ich sehe, das wird hier schon sehr, sehr lange dauern. Deswegen nehme ich hier auch nicht die 5, sondern ich nehme die 10. Drücke wieder die Shift-Taste. Und jetzt fängt es an, mir zu gefallen. Ich kann hier Step by Step reingehen und meine Auswahl erstellen. Hier nochmal rein, hier sehe ich aber schon, oh, von meiner Pistole hat er mir zu viel geklaut, aber darum kümmere ich mich gleich. Hier habe ich noch einen kleinen Bereich zwischen den Beinen, das wird noch entfernt und hier. Und schon habe ich quasi meine Auswahl erstellt. Und wenn es jetzt hier noch um die Optimierung geht, in dem Fall mache ich das nicht mit dem Zauberstab, sondern gehe einfach auf mein Lasso-Werkzeug. Wer den Quick-Tipp 2 noch nicht gesehen hat, hier erkläre ich das Lasso-Werkzeug. Also einfach nochmal in den Quick-Tipp 2 schauen, dann schließen sich die Kreise quasi hier auch zu diesem Tutorial 3. Und mit der Lasso-Werkzeug aktiviert, mit der Alt-Taste, beziehungsweise da ich ja diesen Hintergrund auswähle, mit der Shift-Taste nehme ich diese Bereiche oder hier meinen Reflektor, der hier links oder rechts unten steht, nehme ich einfach mit dazu.
Aber bei der Pistole, da war die Auswahl jetzt wie gesagt zu sportlich unterwegs, gehe ich einfach ran und drücke die Alt-Taste und ihr seht wieder das Minus unter dem Lasso und ziehe dann Step by Step diese Dinge, die Photoshop jetzt hier schon ausgewählt hat, von der Auswahl wieder ab. Ja? Sodass dann quasi die Pistole hier nicht betroffen ist. Nehme ich hier noch was weg, nehme ich hier noch was weg. Immer mit gedrückter Alt-Taste. Und so gefällt mir das ganz gut. So ist das in Ordnung. Wenn ich das getan habe, einfach die rechte Maustaste, Auswahl umkehren. Und schon habe ich mich quasi hier freigestellt. Ja, Command J. Und dann seht ihr mich hier quasi als Freistellung. Das ist meine Vorgehensweise mit dem Zauberstabwerkzeug. Also grobe Auswahl des Hintergrundes. Optimierungen mit dem Lasso-Werkzeug, wer da jetzt vielleicht nicht mitkam, einfach wie gesagt nochmal in den Quick-Tipp 2 schauen, Umgang mit dem Lasso-Werkzeug und schon habt ihr eure Freistellung, grobe Freistellung, aber wie gesagt für gewisse Fotomontagen basierend auf richtigem Hintergrund fotografiert, vollkommen ausreichend. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen was dabei. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir warten auf Quick-Tipp Nummer 4. Bis dann!